Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen ab heute Lifeless Planet und ich muss kurz vorweg noch ein paar einleitende Worte sagen. Und zwar, Alter, dieses Spiel hat sich vielleicht gewehrt, dagegen gewehrt aufzunehmen, aufgenommen zu werden, das wollte ich sagen. Es war ein ziemlicher Krampf. Ich habe jetzt zugegebenermaßen so die erste Viertelstunde, die ersten 20 Minuten schon mal gespielt, hatte es auch schön in Full HD im Fullscreen aufgenommen und habe dann leider festgestellt, dass wenn ich es im Fullscreen aufnehme, der ganze Spaß flackert wie Sau. Und ich habe keine Ahnung, woran es liegt, aber das Video ist, wenn es in Full HD aufgenommen ist, beziehungsweise im Fullscreen aufgenommen ist, einfach unguckbar. Ist total augenkrebsig, geht gar nicht. Von daher Entschuldigung, dass es nur jetzt 720p sind. Aber dafür sieht das Video dann wenigstens halbwegs vernünftig aus und flackert nicht die ganze Zeit. Ja, soviel zu den einleitenden Worten. Ich habe, auch wenn ich hier die ersten paar Meter schon über den Planeten gelaufen bin, ehrlich gesagt keine Ahnung, was hier abgeht. Ich weiß nicht mehr, als aus irgendwelchen Trailern oder sonstiges bekannt ist. Von daher spiele ich das Ganze quasi noch blind. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1. Auf geht sie, die Reise. 25 seconds. Adieu, schöne Heimat. Bis bald. 12 Jahre später. Mal bremsen. Oh oh. Hallo? Ja. Da stehen wir nun also. Auf diesem spannenden Planeten. Aber immerhin gibt es ein beeindruckendes Steinmonument. Erstmal ein Selfie machen mit dem tollen Steinmonument. So. Super Sache. So. Und jetzt gucken wir mal, was unser dampfender Raumkuchen hier macht. Der sieht irgendwie nicht so ganz gut aus. Mein Kopf ist benebelt. Mein Atem klingt in meinem Helm hohl und entfernt. Ich weiß nicht, wie lange ich bewusstlos war und ich befürchte... Ich befürchte, ich habe eine Gehirnerschütterung. Ich würde mich gerne ausruhen, bis der Schmerz abklingt, aber die Situation ist viel zu kritisch. Das war mehr als nur eine harte Landung. Wir sind eiskalt abgestürzt. Vielleicht haben die Eierköpfe ja die Flugbahn falsch berechnet oder... Ach, vielleicht werden wir auch einfach nur vom Pech verfolgt. Was auch immer passiert ist, dies ist nicht das Paradies, das man uns zu Hause beschrieben hatte. Es gibt kein üppiges Grün, es gibt überhaupt kein Lebenszeichen. Und wo ist eigentlich meine Crew? Ich hoffe, sie sichert die Umgebung. Ich war wahrscheinlich einige Minuten bewusstlos. Ich muss sie finden, ihren Status erfahren und herausfinden, was passiert ist. Ah, Mist. Ich muss das erledigen, bevor mir die Luft ausgeht. Das Holotab 3000 hat eine holographische Displayoberfläche für zusätzliche Mobilität und Vielseitigkeit und bietet die neueste Tablet-Technologie. Das Holotab scannt und übersetzt Texte automatisch in über 800 Sprachen. Darüber hinaus kann das Gerät verwendet werden, um Missionsprotokollanträge zu verfassen und zu speichern. Kaufen Sie jetzt das Holotab 3000. Neu in Ihrem Spacemarkt. Ja, okay, also wir haben einen tierischen Schädel. Das kann ich gerade sehr gut nachvollziehen, den habe ich nämlich auch noch immer von gestern Abend. Und dann, ich laufe hier jetzt erstmal dieser Fußspur hinterher, ne? Mal gucken, wo die hinführt. Du hast nur noch wenig Sauerstoff. Finde eine Sauerstoffversorgung, bevor du bewusstlos wirst.
Hey, da hinten macht noch jemand Selfies. Wahrscheinlich japanische Weltraumterroristen, ja genau, japanische Weltraumtouristen wollte ich sagen, die erstmal schön alles fotografieren. Ein Stein! Oh, ein Stein! Erstmal fotografieren! Noch ein Stein! Stein! Oh, Felsen! Spannend! Ja, oder auch nicht. Hallo? Hallo? Ich hoffe, das ist Sauerstoff. Ah. Sauerstoffversorgungsfahrzeug Modell 8A. Diese Versorgungsfahrzeuge werden 3 Tage vor der Landegruppe auf den Planeten gesendet, damit längere Ausflüge auf der Oberfläche des Planeten möglich sind. Unbemannte Sonden haben festgestellt, dass der Planet voller Leben und Sauerstoffgehalt, ähnlich wie auf der Erde ist. Die Versorgungsfahrzeuge werden eventuell nicht benötigt. Ach ja? Voller Leben und Sauerstoffgehalt? Also nicht hier, wo ich bin. Einzige, was hier lebt, sind wir, glaube ich. Okay, da hinten ragt eine riesige Steinhand irgendwie raus. Ist es eine Hand? Vielleicht ist es auch eine riesige Pommesgabel, ich bin mir nicht sicher. Aber auch das lebt hoffentlich nicht. Stellt euch mal vor, dass... I understand that even at twice the speed of light, your journey will take 15 years. That's right. We'll be traveling so fast, our spacecraft will arrive at the planet before the transmission of this interview does. But it's still such a long trip. We'll be put into a sort of coma. Our heart rate will be slowed dramatically to minimize aging during the flight. How do you prepare for this one-way mission, knowing you will never return to Earth? Well, I have a volunteer crew of very skilled and focused individuals. We all have a deep desire to explore, to go somewhere new. And frankly, we also have a few attachments here on Earth. Okay, wir waren also mal eben 15 Jahre unterwegs und kehren nicht auf die Erde zurück, also planmäßig nicht. Ach, da geht's hoch. Glaube ich. Ah, tatsächlich. Oh Gott. Das hat noch gut gepasst. So, Vorgebirge. Also wenn das hier das Vorgebirge ist, dann möchte ich nicht das Hauptgebirge sehen. Ah, fuck. Au. Na toll. Wächst da was? Was genau ist das? Also auf jeden Fall gibt es hier Wasser. Das deutet ja dann vielleicht doch irgendwie auf Leben hin. Was zur Hölle ist das da? Ah, ich will es glaube ich gar nicht wissen. Wahrscheinlich ist das irgendeine Brain-Eating-Alien-Pflanze. Na, echt jetzt? At least my jetpack works. Well, mostly. Diese Mission verlief bislang katastrophal. Das Landegerät hat ziemlich viel abbekommen, der Großteil der Ausrüstung ebenso. Mein Anzug funktioniert noch einigermaßen, das Jetpack schafft noch vereinzelte Schübe. Gut geeignet für kurze Sprünge. Ich kann die größte Entfernung zurücklegen, wenn ich den Schub mitten im Sprung einsetze. Na toll. Fröhliche Jump-and-Run-Passage hier. Ja. Geht ja schon mal gut los. Ich muss mich immer noch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, weil wenn man hier... Also man läuft halt normal mit WASD, aber man läuft halt mit W und D eben nach links und rechts, also dreht sich und straft nicht. Und ich bin es einfach seit Ewigkeiten gewohnt zu strafen, aber... Das geht hier nicht. So, das war doch einigermaßen erfolgreich. Das ist schon wieder so ein komisches Steinding. Also irgendwie... Why are there no signs of life on this planet? Ich folgte einer Fährte, die meine Crew hinterlassen hat, aber ich kam von ihrer Spur ab. Hoffentlich finde ich mich zurecht. Unterdessen verstehe ich immer noch nicht, warum dieser Planet karg und leblos ist. Unsere Beobachtungen aus der Ferne waren eindeutig. Dieser Planet war voller Leben. Also, wohin ist es verschwunden?
Vielleicht sind wir nur an der falschen Stelle gelandet, aber die Ausgangswerte zeigen keinerlei Spuren biologischer Aktivität. Seltsam. Ja, aber... Also wir haben zumindest Wasser. Und das... Also was auch immer, das ist Schwarz-Rote in dem kleinen Tunnel war. Da oben ist auch irgendwas Grünes. Und die Feuerwehr fährt auch vorbei. Hey. Gibt's hier doch Leben. Was auch immer das da oben ist. Hallo? Ach so, hier muss ich gar nicht lang, ne? Kann wahrscheinlich auch einfach hier rüber. Ja, okay, so geht's. So, und dann komme ich da drauf. Du kannst bestimmte Objekte mit der primären Maustaste oder dem Joystick schieben. Ja, nee, Joystick gerade nicht so, danke. Nee. Jetzt schieb. Irgendwie. Seltsamer Planet. Irgendwie sind diese Steingebilde auch total seltsam. Alles irgendwie so abgerundete Kanten, als wäre der Wasserstand hier mal höher gewesen. Und ein hübscher Wasserfall. Ich glaube, da mache ich nochmal ein Foto für mein Fotoalbum. Uah. Kommen denn die Frösche her? Okay. Zumindest haben wir Leben gefunden. Und können vielleicht was essen, wenn diese Frösche nicht total giftig sind. Mal duschen, das ist jetzt auch ganz wichtig. Der Anzug ist ja schon völlig vollgestaubt hier. So. So, wieder schön sauber, dann gehen wir doch da mal hoch. Versucht einen Kopfsprung zu machen, aber ich glaube, das endet nicht gut. Ich lasse das mal lieber. Ist das hier? Einfach nur ein komischer Stein, okay. Geht's da hinten noch irgendwo hin? Wie sieht diese Felskante hier so seltsam aus? Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, da unten ist mal was daran gewachsen. Das sieht schon ein bisschen so aus, aber oh, da kann mich auch täuschen. Aber hey, wir haben Frösche gefunden, immerhin. Ich finde, wir hätten einen mitnehmen sollen, aber ich kann leider keinen einpacken. Der Raumanzug hat doch echt wenig Taschen, also da hätte man vielleicht noch mal ein bisschen am Design arbeiten können. Ich weiß nicht mal, wo ich mein Portemonnaie hinstecken soll. Da blitzt was. Ist das ein Bett? Ich glaube, uns geht schon wieder der Sauerstoff aus. Uah, fuck.
Uah, da kommt noch ein Stein. Die Frage ist, wo rollen die denn so hin? Komme ich da irgendwo hoch dann? Nee, ne? Nee, okay. Gott, hoffentlich kommen da jetzt nicht noch mehr Steine. Schicke Säule. Okay.